Nur mal so. Ein Podcast von und mit. H.G. Butzko. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Nur mal so. Mein Name ist H.G. Butzko, ich bin Kabarettist von Beruf und in diesem Podcast möchte ich über Dinge sprechen, die es nicht auf die satirische Bühne oder in meinem Blog schaffen. Betrachtungen, die aus dem Leben stammen. Und heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen, wie eine Berliner Behörde mich erst verzögert, dann vertröstet, dann verschleppt und dann verarscht hat. Dazu muss man wissen, ich habe meinen Wohnsitz in Berlin und deswegen war diese Berliner Behörde für mich zuständig. Worum geht's? Ich fange mal von vorne an. Anfang März 2022 hatte ich eine juckende Nase und ich dachte, klar, ne, Pollenflugsaison hat begonnen, ich habe Heuschnupfenallergie, gehe in die Apotheke, hol mir Mittel, gehe auf mein Hotelzimmer. Ich muss dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt gerade auf Tournee in Stuttgart im Motel One und dachte mir, ach, machst du mal zur Sicherheit noch einen Corona-Antigen-Schnelltest. Und siehe da, beide Balken rot. Ich war also Corona-positiv, bin dann zur nächsten Stelle, wo man einen PCR-Test machen kann. Und dort sagte man mir, dass ich jetzt bis zum Ergebnis im Hotel bleiben muss. Und falls das Ergebnis positiv ist und ich nicht mit dem Auto unterwegs bin, mit keinem öffentlichen Verkehrsmittel nach Hause, nach Berlin fahren darf, sondern dann die gesamte Quarantänezeit, bis ich mich freiteste, im Hotel bleiben muss. Das war die klare Ansage. Tage später kam auch das positive PCR-Ergebnis. Ich musste also 10 Tage in einem Stuttgarter Motel One Hotel verbringen. Und wer schon mal in einem Motel One Hotel war, das sind wirklich große, geräumige, komfortable, bequeme Zimmer, mein lieber Herr Gesangsverein. Wie auch immer, nach 10 Tagen war tatsächlich der zweite Balken verschwunden. Ich hatte übrigens die ganze Zeit über nur eine juckende Nase. Hätte ich mich nicht getestet, würde ich heute noch glauben, ich hätte Heuschnupfen gehabt. Wie auch immer, ich fahre nach Hause und habe dann also einen Antrag gestellt auf Erstattung von Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz, bla bla bla, sowieso, Paragraph sowieso, für Selbstständige. Dazu muss man wissen, als Angestellter hat man festes Monatsgehalt, bei Selbstständigen ist es ein bisschen komplizierter. Und ich musste wegen dieser 10 Tage 7 Auftritte absagen und konnte aber jetzt nicht einfach meine Verträge einreichen, wo ja die Gagen draufstehen, sondern das wird nach einem Schlüssel berechnet. Dazu musste ich meinen Einkommensteuerbescheid von 2019 beifügen und irgendwie wird dann aus so einem Jahreseinkommen, was weiß ich, durch 365 geteilt und mit der Anzahl der Quarantänetage multipliziert. Und das Lustige ist, dass die Summe durch diesen Jahresvergleich fast exakt die gleiche Summe ist wie diese Gagen in diesen 7 Verträgen. Also, Antrag abgeschickt und dann bekam ich sofort eine Standard-Antwort-E-Mail so von wegen, ah, Antrag angekommen, vielen Dank, bitte haben Sie Geduld, wir arbeiten dran, gehen Sie uns nicht auf den Sack und rufen jetzt täglich bei uns an. Also so ungefähr. Wie auch immer, ich bin natürlich ein geduldiger Bürger, habe Vertrauen in unsere Behörden und Institutionen und habe also gewartet. Währenddessen im Juli 2022, jetzt waren also schon 4 Monate nach Antragstellung vergangen, musste ich wegen eines neuen Personalausweises mir einen Termin bei einer anderen Berliner Behörde geben, habe bei der Gelegenheit die Dame am Telefon gefragt, können Sie mir mal klären, 4 Monate, ist das okay? Und da sagte sie, oh, 4 Monate, das ist aber ganz schön lang. Ich gebe Ihnen mal die Kontaktdaten der Dame, die das Ganze da leitet. Das ist ja in Berlin die Senfin, also nicht Ketchup, nicht Mayo, irgendwas mit Senf. Sanatorium für Finanzen, keine Ahnung. Und dann habe ich also jetzt diese Dame angemailt. Also ich war froh, jetzt nicht mehr an irgendeine Behörde, sondern an einen konkreten Menschen mal eine Mail zu schicken und nachzufragen, was ist denn los. Ich bekam sofort wieder eine Standardantwort, von wegen, ah, vielen Dank, ist eingegangen, bitte gehen Sie uns nicht auf den Sack, wir arbeiten dran und rufen Sie nicht ständig an. Also dieselbe Standardantwort. Okay, ich wusste, jetzt ist es ja wirklich bei einer Ansprechperson gelandet, hatte also wieder Geduld, bis so ungefähr Mitte, Ende September. Da habe ich diese Dame dann doch mal angerufen. Und da sagte sie, was? 6 Monate noch nichts geschehen? Das ist viel zu lang, da stimmt was nicht. Nur bin ich allerdings gar nicht mehr dafür zuständig. Ich leite das aber mal weiter an den Herrn, der das für mich übernommen hat. Ah, dachte ich, prima, super, jetzt geht ja alles seinen Gang. Und hatte also Geduld und gewartet, bis dann so Mitte Dezember.
November, jetzt waren wir 9 Monate nach Antragstellung, wo noch immer nichts passiert war, rief ich wieder diese Dame an, sagte sie, 9 Monate inzwischen, also da kann doch was nicht stimmen. Ich gebe Ihnen mal die Handynummer des Herrn, der für mich das Ganze jetzt da leitet. Dann habe ich auf diese Handynummer eine SMS geschrieben, hallo, ich habe Ihre Nummer von Frau sowieso, was ist denn los, Antrag jetzt 9 Monate her, warum kriege ich keine Antwort? Und jetzt passierte Wunderbares. Innerhalb von 2 Tagen bekam ich eine E-Mail von einem Mitarbeiter. Hallo Herr Butzko, wir würden gern Ihren Antrag jetzt bearbeiten. Und legen Sie dazu bitte den Einkommenssteuerbescheid von 2020 bei. Und das habe ich gemacht und dabei aber eine Frage gestellt. Nämlich, hören Sie mal, ich habe doch ursprünglich im Antrag den von 2019 beigefügt. Der von 2020, also das 2020, Sie erinnern sich, das war ja ein Jahr mit Lockdown. Der, falls es also darum geht, dass Sie jetzt meinen Verdienstausfall abgleichen wollen, dann taugt der aber nicht als Vergleich. Antwort-E-Mail nach 2 Tagen. Oh, Sie haben recht. Ja, sicher. Verdammt. Ist ja gar nicht klasse. Ich komme Ihnen kulanterweise entgegen und wir können auch den Einkommensteuerbescheid von 2021 nehmen. Ja, ich habe jetzt ganz bewusst mal eine Pause gemacht. Vielleicht kommt in der Zwischenzeit jemand von selber drauf. Richtig, 2021 war immer noch Lockdown. 2020 habe ich insgesamt nur 5 Monate gearbeitet. 2021 insgesamt nur 4 Monate gearbeitet. Beide Einkommensteuerbescheide taugen nicht als Vergleich, um einen Verdienstausfall im März 2022 abzugleichen. Und da habe ich diesem Herrn nur geantwortet, bitte geben Sie mir die Kontaktdaten Ihres Vorgesetzten. Und dann bekam ich sofort eine E-Mail. Und wir befinden uns jetzt im Februar, Anfang Februar 2023. Da habe ich von seinem Vorgesetzten eine E-Mail bekommen. Hallo, Herr Butzko, Sie wollen mit mir Kontakt aufnehmen. Hier ist meine E-Mail-Adresse. Sie haben ja auch meine Handynummer. Und worum geht's denn? Und da habe ich diesem Herrn einfach mal geschrieben. Hören Sie mal, also 2019 hatte ich eingereicht. Jetzt soll ich 2020 nachreichen. Dann, falls das zu wenig ist, 2021, was noch viel weniger ist, wieso können wir den nicht von 2019 nehmen? E-Mail abgeschickt, da passierte wieder nichts. 4 Wochen lang nichts. Wir sind jetzt Anfang März. Da habe ich nochmal die E-Mail abgeschickt, passierte wieder nichts. Dann habe ich 14 Tage später, Mitte März, eine SMS an diesen Herrn geschickt und komischerweise jetzt reagiert er wieder. Also irgendwie, weiß ich nicht, handysüchtig, keine Ahnung. Jetzt bekam ich tatsächlich eine E-Mail, da stand drin, es muss der neueste Einkommensteuerbescheid herangezogen werden. Und dann fragte ich noch, ja, und warum dauerte das jetzt 9 Monate? Warum dauerte das überhaupt so lange? Ja, war die Antwort, Sie sind ja in Baden-Württemberg in Quarantäne gegangen. Sie haben dort den PCR-Test gemacht und dort, da gab es ein Hin und Her, wer zuständig ist. Also zur Erinnerung. Ich wohne in Berlin, im Antrag stand meine Berliner Adresse, ich habe das einer Berliner Behörde geschickt. Wieso da jetzt Baden-Württemberg für zuständig sein soll? Also, wäre ich auf den Malediven krank geworden, hätte man doch jetzt nicht die Behörden von Malediven dafür zuständig gesehen. Also ein ziemlich komisches Argument. Wie auch immer, dieser Herr hat mir also klargemacht, es gibt jetzt nur die Möglichkeit, den Einkommensteuerbescheid 2020 oder 2021 heranzuziehen. Und dazu muss man jetzt Folgendes wissen. Nimmt man den Einkommensteuerbescheid von 2019, teilt den durch 365, multipliziert ihn mit 10, kommt fast exakt die Summe raus, die ich in diesen 7 Verträgen drinstehen hatte, die ich absagen musste wegen der Quarantäne. Nimmt man jetzt aber den Einkommensteuerbescheid von 2020 oder 2021, dann kommt tatsächlich nicht mal ein Drittel dieser Summe dabei heraus. Und was kann ich mit dieser Summe machen? Meine Hotelkosten bezahlen, denn die werden auch nicht übernommen. Also derselbe Staat, der von mir Solidarität einfordert, verhält sich mir gegenüber komplett unsolidarisch. Und dann habe ich mal die Vorgesetzten, also den Senat, den Senfin-Chef, das ist Herr Daniel Wesener und seine Staatssekretärinnen Frau Barbro Dreher und Frau Jana Borkamp, alles Bündnis 90 Grüne, habe ich die mal angeschrieben und habe ihnen den ganzen Fall geschildert und dann mal festgehalten.
Hätte man den Antrag innerhalb von 6 Monaten bearbeitet, hätte man ohnehin den Einkommensteuerbescheid von 2019 nehmen müssen, weil der von 2020 bis zum 14. September 2022 noch gar nicht vorlag. Da ist es schon irgendwie praktisch für den Staat, wenn er eine Antragsbearbeitung so lange hinauszögert, bis man kostengünstiger davonkommt. Also ein Staat, der von mir Solidarität einfordert und sich im Gegenzug unsolidarisch verhält. Also von diesen drei Herrschaften habe ich bis heute auch noch keine Antwort erhalten. Logisch, die Grünen sind ja aus der Regierung in Berlin rausgewählt, da werde ich auch keine Antwort mehr bekommen. Aber festhalten kann man Folgendes. Ich bin ja Kulturschaffender und da steckt ja das Wort kultiviert drin. Mit mir kann man es ja machen. Aber wenn man sich mal vor Augen führt, wie oft in diesem Staat Bürgerinnen und Bürger von Ämtern und Behörden im Stich gelassen oder über den Tisch gezogen werden, da muss man sich mal doch nicht wundern, wenn immer mehr Repräsentanten des Staats davon berichten, dass man ihnen mit immer weniger Respekt und immer mehr Aggressivität begegnet. Im Grunde genommen können wir alle nur glücklich und dankbar sein, dass wir erstens strenge Waffengesetze haben und zweitens sowieso auch grundsätzlich so selten bei uns Amokläufe verzeichnen. Im Grunde ist es ein Wunder, dass nicht viel öfter bei uns Leute in Ämtern und Behörden einfach mal Amok laufen. Ich habe daraus eines gelernt. Wenn mir heute nochmal die Nase juckt, werde ich mich nicht mehr testen. Hätte mich damals nicht getestet, würde ich heute noch denken, ich hätte einen Heuschnupfenallergie-Pollenfluganfall gehabt. Ich habe mich nur getestet, weil ich abends zu einem Auftritt musste und dachte, ich möchte doch nicht irgendwelche Leute ins Krankenhaus, auf die Intensivstation atmen. Tatsächlich ist es so, hätte ich mich nicht getestet und Leute wären wegen mir auf der Intensivstation gelandet, hätte ich ja gar nicht mitbekommen. Ich hätte ein reines Gewissen gehabt. Und anscheinend glaubt dieser Staat, dass es kostengünstiger ist, Leute auf der Intensivstation zu behandeln, als einem Selbstständigen eine angemessene Entschädigung zu zahlen. Und wie gesagt, nochmal irgendwie juckende Nase, ich werde mich nicht mehr testen. Und wenn mir jetzt jemand vorwirft, das ist aber egoistisch, dann sage ich, ja, ihr lasst mir keine andere Wahl. So, das war die Episode für diese Podcast-Folge. Falls ihr was kommentieren wollt, dann her damit mit euren Kommentaren. Würde mich freuen, wenn ich von euch Feedback bekomme. Bis zur nächsten Folge. Noch eine schöne Zeit. Euer HG Butzko.